versuche auf Deutsch zu erklären, aber wegen der Sprache vielleicht, ja, es ist schwierig, alles zu erklären, wie wir gedacht haben. Dieser Film, erste Mal, wir haben mit meinem Freund, mit Ipsa, angefangen, aber wegen Probleme, wegen Asylprobleme, er war von Deutschland weg und deswegen habe ich alles Geschichte geändert und dieser Film bis Ende einfach geschrieben. Über diesen Film kann ich etwas kurz erzählen. Auf meiner Muttersprache ist es besser, aber ich kann versuchen, auf Deutsch zu erzählen, damit die Deutschen auch mich verstehen können. Darum ich diesen Film gemacht habe, weil es gibt viele Probleme bei uns. Die Probleme, die viele Leute nicht uns verstanden haben. Zum Beispiel über unsere Flucht. Niemand lässt nicht seine Heimat ohne Probleme und seine Mutter. Wir haben wirklich in Afrika viele Probleme gehabt und wollten das, was auf uns passiert und wollten wir auf Film einfach erzählen, die Leute, die uns helfen wollen, weil die helfen uns gerne. Ich weiß, ich war hier fast 4 Jahre und viele Leute haben uns geholfen, aber und ich wollte von die Leute uns helfen und die Leute ohne Grund uns hassen, auch unsere Geschichte erzählen. Dann deswegen, wir haben diesen Film gemacht. Dieser Film geht über viel Geschichte und über Liebe, über Rassismus. Und niemand hasst jemanden ohne Grund, weil zum Beispiel es gibt die Gruppe, die viele Menschen hassen auch. Ja, vielleicht die haben nicht verstanden, warum sind wir hier. Oder die haben etwas Grund, darum die hassen Menschen, weil vielleicht die haben so von Familie bekommen oder so große geworden. Wir wollten das einfach wegmachen, weil ich war in Sudan und in Libyen auch. Ich habe viele Geschichten über Deutschland gehört. Okay.